Es geht darum, dass wir uns Sachaufgaben anschauen, bei denen Brüche mit natürlichen Zahlen multipliziert werden sollen. Bei der ersten Aufgabe. Eine Tasse fasst 1/8 Liter Milch. Wie viele Liter Milch fassen 5 Tassen? Ihr sollt jeweils nur die Rechnung aufschreiben und den Antwortsatz. Wir wissen, in eine Tasse passt 1/8 Liter Milch rein. Das heißt, für 5 Tassen müssen wir das Ganze mal 5 rechnen. Wir wissen, wie wir vorgehen bei der Multiplikation. 1 mal 5 kommt in den Zähler, die 8 bleibt im Nenner. Jetzt habe ich hier 1 mal 5, gut, hätten wir uns natürlich auch sparen können, da wären wir drauf gekommen, dass das 5 sind, und kommen daraus bei 5 Achtel. Jetzt haben wir ja ausgerechnet 5 Achtel, ja, was sind das 5 Achtel? Richtig, das sind Liter Milch, deswegen packe ich das noch in meinen Antwortsatz mit rein. Und da habe ich 5 Tassen fassen 5 Achtel Liter Milch. Da ich das hier ein Endergebnis habe, unterstreichen wir das noch doppelt. Schauen wir uns die B an. Es geht darum, eine Flasche Apfelsaft enthält 2/5 Liter Saft. Und wie viel Liter Saft enthalten denn nun 6 Flaschen? Von der Strategie her gehen wir wieder so ran wie hier oben. Wir wissen, in der einen Flasche sind 2/5 Liter Saft. Und jetzt haben wir allerdings 6 Flaschen. Das heißt, wir müssen das Ganze mal 6 rechnen. Wir wissen wieder, in den Zähler kommt 2 mal 6, in den Nenner die 5. Und wir schauen, ob wir irgendwas kürzen können. Ne, das funktioniert nicht. Also erhalten wir hier 12/5. 12/5, das ist ein unechter Bruch. Und unechte Brüche, die sollt ihr noch in gemischte Zahlen umwandeln. Und dann schauen wir uns an. Gut, die 5, die passt 2 mal in die 12 rein. Und dann bleiben noch 2/5 übrig. Und damit können wir einen Antwortsatz formulieren und der lautet dann: 6 Flaschen enthalten 2 ganze 2/5 Liter Apfelsaft. Bei der C ist es ein bisschen komplexer. Für eine Creme-Nougat-Torte benötigt man 1/8 Liter Schlagsahne und die Frage ist: Reichen 2 Becher mit jeweils 2/10 Liter Schlagsahne für 3 Torten? Gut, also schauen wir uns mal an, wie viel Schlagsahne würden wir denn brauchen, um diese 3 Torten herzustellen? Und dafür überlegen wir uns wieder, okay, für eine Torte 1/8 Liter und jetzt will ich 3 herstellen, also mal 3. Und jetzt sparen wir uns mal den Zwischenschritt, dass wir hier 1 mal 3 über den Bruchstrich schreiben, denn wir wissen, 1 mal 3, das ist 3. Und im Nenner bleibt unsere 8 stehen. Das heißt, wir wissen erstmal, für 3 Torten bräuchten wir 3/8 Liter von der Schlagsahne. So, jetzt haben wir 2 Becher mit jeweils 2/10 Litern. Gut, schauen wir mal, wie viel das insgesamt sind. Also nehmen wir die 2 Becher mal die 2/10 Liter, die wir da zusammen haben. Und wir wissen, wir können hier rechnen 2 mal 2 durch 10. Und hier können wir eindeutig was kürzen. Nämlich sehen wir hier schon, dass tatsächlich da schon gekürzt werden könnte. Das heißt, hier die 2/10 hätten wir schon vorneweg kürzen können. Jetzt haben wir das Konstrukt hier dastehen. Da ist es tatsächlich am einfachsten. Wir machen erstmal weiter und schauen uns die 2 mal 2, das sind 4/10 an. Und diese 4/10, die können wir kürzen zu 2/5. Gut, jetzt wissen wir, 3/8 Liter brauchen wir, 2/5 Liter haben wir. Also müssen wir das Ganze vergleichen. Um es vergleichen zu können, brauchen wir einen gemeinsamen Nenner. Heißt also, wir brauchen eine Zahl, die sowohl durch 5 als auch durch 8 teilbar ist. Und das ist in dem Fall die 40. Um von der 8 auf die 40 zu kommen, muss ich mit 5er weiter. Mache ich auch mit der 3, komme ich raus bei 15/40. Und um von der 5 auf die 40 zu kommen, muss ich mit 8 erweitern. Das heißt, das muss ich auch im Zähler tun. Dann steht hier eine 16. Gut, unser Zwischenergebnis ist erstmal, wir brauchen 15/40 Liter Schlagsahne für 3 Torten und wir haben 16/40. Naja, gut, jetzt immer 16/40, das ist größer als 15/40. Das heißt, wir wissen, dass diese zwei Becher mit jeweils 2/10 Liter Sahne für die 3 Torte, für die 3 Torten reichen. Wie schreiben wir das jetzt noch auf? Und zwar in dieser Weise, dass wir sagen, 3/8 sind kleiner als diese 2/5 Liter.
Und damit haben wir sozusagen unsere Erkenntnis in mathematischer Form aufgeschrieben. Damit man jetzt nachvollziehen kann, was denn nun das Ergebnis ist, müssen wir das im Antwortsatz ein bisschen deutlicher ausformulieren. Und das schreibt man dann so. Für 3 Torten braucht man 3/8 Liter gleich 15/40 Liter Schlagsahne. Also reichen 2 Becher mit insgesamt 2/5 Liter gleich 16/40 Liter vollkommen aus.